Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Lustige Witze. Ich befinde mich gerade mit Mr. Trashback in Paris. Wir sind hier auf Pressereise, wir sind von Disney eingeladen worden, den neuen Film Glass zu schauen. Und ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin, nutze ich doch die Gelegenheit und mache mich mal wie immer über das Land lustig. Deswegen gibt es heute, no shame, ein paar Franzosenwitze. So, bevor es aber losgeht, möchte ich euch nochmal daran erinnern, ihr könnt mich nach wie vor mit ganz vielen Kommentaren und ganz vielen Daumen rauf unterstützen. Und ihr könnt noch immer Videos einschicken für die 200. Folge von Lustige Witze. Diese gehen an business@masterjam.de. Schickt mir euren Lieblingswitz als Video dorthin, um in die 200. Folge Lustige Witze zu kommen. So, los geht's. Welches ist der sicherste Platz, um sein Geld zu verstecken? Unter der Seife eines Franzosen. Ich finde halt null witzig und mich lacht dich halt tot, ey. Zwei Männer unterhalten sich. Sagt der eine, Mensch, ich muss unbedingt mal nach Frankreich. Da kann man umsonst essen und trinken, so viel man will. Man kann ohne zu bezahlen in einem feinen Hotel übernachten und umsonst bumsen kann man da auch noch. Fragt der andere, woher weißt du das? Warst du schon mal da? Antwortete der erste, nee, ich nicht, aber mein Großvater war da im Krieg. Der hat mir das erzählt. Wie viele Männer braucht man, um Paris zu verteidigen? Keine Ahnung, das hat noch keiner probiert. Was steht in der eBay-Beschreibung eines französischen Gewehrs? Nie benutzt, nur einmal fallen gelassen. Du bist so überflüssig wie das Rot und Blau in der französischen Flagge. Warum hat ein französischer Panzer Rückspiegel? Damit er die Front im Auge behalten kann. Ha! Wie breit ist Frankreich? Ungefähr 25 Panzerstunden. Warum gibt es in Frankreich so viele Alleen? Naja, der deutsche Soldat marschiert halt gerne im Schatten. Ein Deutscher und ein bildtypisches Mädchen sowie ein Franzose und eine Nonne sitzen sich im Zug gegenüber. Plötzlich fährt der Zug durch einen Tunnel und da die Beleuchtung kaputt ist, ist es im Zugabteil auf einmal stockdunkel. Dann hört man auf einmal eine Ohrfeige und als der Zug den Tunnel verlässt, reibt sich der Franzose schmerzerfüllt die Wange. Genau richtig, denkt sich die Nonne. Der Franzose hat natürlich versucht, das Mädchen zu begrapschen. Diese wollte das nicht und hat ihm eine geschmiert. Genau richtig, denkt sich das hübsche Mädchen. Der Franzose wollte mich begrapschen, hat aus Versehen die Nonne erwischt und diese hat ihm dann eine geschmiert. So eine Schweinerei, denkt der Franzose. Der Deutsche hat wahrscheinlich im Schutz der Dunkelheit probiert, das hübsche Mädchen zu begrapschen. Hat stattdessen die Nonne erwischt, was diese nicht wollte und die hat dem Deutschen eine schmieren wollen. Das hat der Sauhund bemerkt und sich geduckt, sodass ich den Schlag abbekommen habe. Wohingegen der Deutsche denkt, ha, genau richtig, im nächsten Tunnel haue ich den Franzosen nochmal auf die Fresse. Wie bricht man einem Franzosen das Genick? Man haut die Klobrille runter, wenn er trinkt. Finde ich auch gar nicht lustig. Erstmal ein fremdes Land gehen und die Kultur beleidigen. Übelst, Alter, übelst schlimm hier. Wie sieht die französische Kriegsflagge aus? Weißer Adler auf weißem Grund. Was lernt ein Franzose beim Militär als erstes? In 10 Sprachen zu kapitulieren. Warum hat die französische Flotte Glasböden? Na, damit die Soldaten auch den Rest ihrer Gruppe im Blick haben können. Alter. Wo findet man 60 Millionen Franzosenwitze? In Frankreich. Der ist lustig. Ja, das war's mit dieser Ausgabe Lustige Witze hier in Paris. Denkt dran, es ist alles nur Spaß, es ist nichts böse gemeint, ich hasse keine Franzosen. Denkt dran, mich mit einem Daumen hoch und weiteren Kommentaren zu unterstützen. Vielen Dank auch an alle neuen Patreons, dass ihr mich ein bisschen finanziell unterstützt. Und ich würde sagen, bis nächste Woche zu einer neuen Ausgabe Lustige Witze.